Hallo zusammen, ich hatte gestern ja schon gesagt, dass heute wahrscheinlich das Video zu diesem hübschen Tuch kommt. Und zwar zeige ich euch in diesem Video, wie man hier diesen Muster häkelt. Das geht wirklich ganz, ganz einfach. Das ist wirklich für Anfänger und ich erkläre es euch wirklich Schritt für Schritt, ganz langsam und genau und zeige es euch. Ja, die Wolle, die habe ich von Action. Die kostet 1,99 € und die lässt sich echt gut ja, damit arbeiten. Die fusselt so ein bisschen. Ich dachte erst, wäre vielleicht ein Problem, muss ich aber echt sagen, dass das gar kein Problem ist. Und wie ihr sehen könnt, ist das Ergebnis einfach wunderschön. Es lässt sich bestimmt schön tragen. Es ist noch nicht ganz fertig. Es soll noch viel, viel größer werden. Das Tuch ist jetzt zum Verschenken, wenn es fertig ist. Und ja, ich freue mich schon übelst drauf. Der Farbverlauf ist wunderschön. Und jetzt zeige ich euch, wie das Ganze geht. Das ist die Wolle, die habe ich bei Action gekauft, kostet 1,99 € und das ist jetzt die Farbe, die ich ausgesucht habe. Die hatten da echt sehr viel Auswahl. Diese hat 350 Meter und ist für eine Nadelstärke von 1,75 bis 2 zu bearbeiten. Ich habe jetzt hier eine 1,5 und werde das jetzt damit machen. Ich finde die Farbe sehr, sehr schön und ja, jetzt zeige ich euch, wie das Ganze funktioniert. So, ihr Lieben, da es ja wirklich für Anfänger ist, werde ich das alles ganz langsam und wiederhole mich oft. Und ja, wir fangen an mit Luftmaschen. Wir nehmen hier den Faden und wickeln den einfach zweimal hier drum. Ja, dann gehen wir hier durch, holen den Faden hier einmal raus. Und wenn wir hier unten ziehen, dann schließt sich das und wir können jetzt hier unsere Luftmaschen machen. Ich zeige das Ganze jetzt auch noch mal. Also, wir drehen das hier so zweimal drum. So kann man es vielleicht besser sehen. Also einfach mal zweimal da drum gewickelt. Dann gehen wir mit dem hier einmal da durch und ziehen einfach unsere Wolle einfach da durch und ziehen hier unten das Ganze zusammen. Ja? Dann habt ihr da so einen Knoten und das ist einfach unser Anfang. So, wir machen am Anfang 4 Luftmaschen. Eine, zwei, 3 und 4. So sieht das Ganze aus. Wir stechen hier in unsere erste Masche und verbinden das Ganze mit einer Kettenmasche. Moment, ich muss da noch mal durch. So, da einmal durch. Wir holen hier den Faden, ziehen den durch unsere Masche hier unten und hier oben. Das war jetzt eine Kettenmasche und somit haben wir hier diesen Kreis geschlossen. Da ist die Lücke, da ist unser kleiner Kreis. Wir machen jetzt nochmal 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Wir werden nämlich mit Stäbchen arbeiten und nur so, damit ihr wisst, 3 Luftmaschen ergeben auch ein Stäbchen. Das zählen wir mit als Stäbchen. Jetzt zeige ich euch, wie so ein Stäbchen überhaupt ausschaut und wie das geht. Wir holen den Faden, gehen hier unten in unseren Ring rein, holen dann den Faden von hier. So, gehen durch die ersten zwei, diese und durch diese zwei. Und somit haben wir jetzt unser Stäbchen und unsere 3 Luftmaschen. Das ergibt unser Ersatzstäbchen. Den zählen wir jetzt einfach mit als Stäbchen. Also 2 Stäbe haben wir und wir brauchen nochmal 2. Wir wollen nämlich insgesamt 4 haben. Wir gehen wieder in unsere Lücke, holen den Faden, gehen durch unsere ersten 2 und durch unseren anderen 2. Und wir wiederholen. Wir nehmen den Faden mit, gehen durch unsere Lücke,
holen den Faden, gehen durch die ersten zwei und durch die anderen zwei. So, da haben wir unsere vier. Wir machen eine Luftmasche und eine zweite Luftmasche. Dann wiederholen wir das Ganze wieder. Wir holen den Faden, gehen durch unsere Lücke, machen ein Stäbchen, wir gehen durch unsere ersten zwei und durch die letzten zwei. Wir nehmen den Faden, gehen in den Kreis und machen noch ein Stäbchen, gehen durch die ersten zwei und durch die letzten zwei. Und wir wiederholen es. Wir nehmen den Faden, gehen durch unsere Lücke, gehen durch unsere ersten zwei und durch die letzten zwei. Jetzt haben wir hier drei Stäbchen, wir brauchen noch eins. Wir holen den Faden, gehen durch unsere Lücke, gehen durch unsere ersten zwei und durch die anderen zwei. So, wie ihr merkt, ich mache das wirklich sehr langsam, deswegen ja, steht im Titel halt auch für Anfänger. Für die, die natürlich schon super häkeln können, ist das Video vielleicht ein bisschen zu langsam und nervig, sag ich mal. So, damit ihr es jetzt versteht, was wir hier überhaupt gemacht haben. Wir haben hier drei Luftmaschen gemacht. Das soll nämlich unser Stäbchen ergeben. Und dann haben wir drei weitere Stäbchen gemacht. Hier haben wir vier Stäbchen gemacht. Und zwar drei Stäbchen und das vierte Stäbchen soll unsere, ja, wie hier auf der anderen Seite sein. Also nochmal ein extra Stäbchen. Ihr habt es gleich raus. Wir sind ja hier am Ende angekommen. Wir machen eine Luftmasche, zwei Luftmasche und die dritte Luftmasche. So ist nämlich das Tuch. Hier sind unsere Enden, die Spitzen. Und hier geht das halt so nach oben. Das ist immer die Tuchspitze. Das sind die Seiten, die Enden und das ist immer die Spitze. Ja? So, wir haben drei Luftmaschen gemacht. Das ergibt wieder ein Stäbchen. Wir drehen das Ganze einfach. Wir schlagen das einmal so um. Gehen hier in unser Stäbchen. Hier dazwischen in das erste, ne? Wir haben ja hier noch eine Lücke und da noch eine Lücke und dann die große. Wir gehen hier in das erste. Moment, wir nehmen den Faden wieder mit, gehen hier in das erste einmal durch, gehen durch die ersten zwei und durch diese zwei. Wir haben unseren extra Stäbchen und ein Stäbchen und wir brauchen jetzt noch zwei Stäbchen. Wir nehmen den Faden, gehen hier unten wieder durch. Und gehen durch unsere ersten zwei und durch die anderen zwei. Und nochmal da durch, durch die ersten zwei und durch die anderen zwei. Moment, ich muss das wiederholen. Durch die ersten zwei und die letzten zwei. Wir zählen, wir haben drei Stäbchen plus unser Ersatzstäbchen. Jetzt machen wir nur eine Luftmasche. Wir machen immer nur eine Luftmasche. Immer nur, wenn wir dann hier in der Spitze angelangt sind, dann machen wir immer zwei. Aber ich zeige das euch alles Schritt für Schritt. Also wir haben eine Luftmasche, wir nehmen den Faden, gehen jetzt hier in dieser Lücke, ja, in unserer Lücke da, in der Spitze. Ist jetzt von der Farbe her nicht so gut zu erkennen, ne? Da ist unsere Spitze. Das ist gleich besser zu erkennen. Und gehen durch unsere ersten zwei und durch die anderen zwei. Und wir wiederholen das Ganze durch die ersten zwei und die letzten zwei. Zwei Stäbchen haben wir, wir brauchen immer drei. Nur am Ende kommen immer vier. So wie am Anfang, denn wir zählen die drei Luftmaschen mit als Stäbchen. So, wir haben drei Stäbchen. Wir machen ja jetzt wieder zwei Luftmaschen, denn wir sind an unserer Spitze. Also 1 und 2, nehmen den Faden, gehen da nochmal durch, immer noch durch die gleiche Lücke und machen wieder drei Stäbchen. 1 haben wir, wir nehmen den Faden, gehen da wieder durch, gehen durch unsere ersten zwei und durch die anderen zwei. Wir haben zwei Stäbchen, einer fehlt noch, wir gehen nochmal durch, wir gehen durch unsere ersten zwei und durch die letzten zwei.
So sieht es momentan aus. Wir haben auf dieser Seite drei Stäbchen, zwei Luftmaschen und drei Stäbchen. Jetzt machen wir eine Luftmasche, wie auf der anderen Seite auch. Nehmen den Faden mit und gehen hier in die letzte Lücke. Einfach da durch und wir machen ein Stäbchen durch die ersten zwei und die letzten zwei. Und noch ein Stäbchen durch die ersten zwei und die letzten zwei. Und nochmal durch die ersten zwei und die letzten zwei. So, jetzt haben wir auch hier drei Stäbchen. Wir wollen aber hier das gleiche wie auf der anderen Seite auch. Hier hatten wir ja drei Stäbchen plus unsere Luftmasche, die also drei Luftmaschen, die als Stäbchen gelten. Und deswegen werden wir jetzt hier einfach ganz normal noch ein Stäbchen machen. Wir gehen einmal rein, gehen durch unsere ersten zwei und durch die anderen zwei. So schaut es jetzt aus. Da ist die Spitze. Wir machen drei Luftmaschen. Eins, zwei, drei. Das ergibt unser erstes Stäbchen und am Anfang kommen ja immer vier. Wir nehmen den Faden mit, gehen hier wieder durch die erste, durch das, also dazwischen durch das erste und zweite Stäbchen und machen da ein Stäbchen und noch eins, also insgesamt drei. Zwei und nochmal zwei habe ich. Und drei. Einmal drei Luftmaschen und drei Stäbchen. Wir machen eine Luftmasche. Immer nach diesen drei Stäbchen kommt immer eine Luftmasche. Sei denn, wir sind an unserer Spitze, da machen wir immer zwei. Ich werde mich noch sehr, sehr oft wiederholen. So, eine Luftmasche haben wir gemacht. Wir nehmen den Faden wieder mit. Wir gehen in die nächsten Loch. Da gehen wir in das nächste Loch. Danach kommt auch wieder nur eine Luftmasche. Nur da oben kommen zwei. Und ihr werdet gleich merken, dass wir jede Runde kriegen wir halt so drei Stäbchen immer mehr dazu, beziehungsweise eine Lücke immer mehr und so wächst dieses Tuch. Aber wir machen noch viel weiter, bis ihr es wirklich drin habt. Also wir nehmen den Faden mit, gehen hier in die Lücke. Die ist auch ziemlich groß, also kann man eigentlich nicht falsch durchhäkeln. Wir gehen durch unsere ersten zwei und durch die letzten zwei. Wir nehmen den Faden wieder mit, gehen durch die Lücke. Wir gehen durch unsere ersten zwei und die letzten zwei. Wir nehmen den Faden mit, gehen durch die Lücke, gehen durch den zwei ersten Faden und durch die letzten. So, auch hier haben wir jetzt drei Stäbchen. Wir machen eine Luftmasche und jetzt sind wir an unserer Spitze. Da machen wir wieder drei Stäbchen. Durch die ersten zwei und die letzten zwei. Und nochmal. Durch die Lücke, durch die ersten zwei und durch die letzten zwei. Zwei Stäbchen haben wir. Wir brauchen noch ein drittes. Durch die Lücke, durch die ersten zwei und die letzten zwei. Da wir ja jetzt an unsere Spitze angelangt sind, brauchen wir jetzt zwei Luftmaschen. Eine und zwei. Wir nehmen den Faden mit. Wir gehen wieder in dieselbe Lücke, wo wir die drei Stäbchen gemacht haben und machen da nochmal drei Stäbchen. Wir gehen durch die ersten zwei und durch die letzten zwei. Wir nehmen den Faden, gehen durch die Lücke, gehen durch die ersten zwei und durch die letzten zwei und wiederholen das noch einmal. So. So sieht es jetzt aus. Wir haben drei Stäbchen, zwei Luftmaschen, drei Stäbchen. Das ist unsere Spitze und hier gehen wir wieder zurück. Wir häkeln wieder erstmal eine Luftmasche. Ne? Nicht zu vergessen, es kommt dazwischen immer die eine Luftmasche. Nehmen den Faden mit, gehen da in unsere nächste Lücke und machen drei Stäbchen. Wie die Stäbchen jetzt gehen, das wisst ihr. Ne? Wir gehen durch die Lücke, wir gehen durch die
ersten zwei und durch die letzten zwei. Wir gehen durch die Lücke, durch die ersten zwei und durch die letzten zwei. Da sind unsere drei Stäbchen. Dann kommt wieder eine Luftmasche. Wir nehmen den Faden mit und gehen hier zwischen den drei. Wir haben ja hier unsere drei Stäbchen und dann ja unsere drei Luftmaschen, also unser viertes Stäbchen sozusagen. Und dazwischen gehen wir durch und da kommen nochmal drei Stäbchen. So, das sind unsere drei Stäbchen. Nicht zu vergessen, auf der anderen Seite hatten wir drei Stäbchen plus unsere drei Luftmasche, die als Stäbchen ergibt. Und das wollen wir hier auch, also kommt noch ein viertes. Ich sage immer extra Stäbchen, ne? Das darf man nicht vergessen, dass das dieser extra Stäbchen ist, das rechts und links, also ne, hier die Seiten, da sind immer dieser extra Stäbchen. Und wir machen noch eine Runde. Wir machen ein, zwei, drei Luftmaschen. Wir drehen das Ganze, wir nehmen den Faden mit, gehen durch diese Lücke und machen drei Luftmaschen. Und nochmal durch die gleiche, immer durch die gleiche. Zwei und drei. So, nochmal um zu zeigen, wir hatten hier die drei Luftmaschen ergibt unser extra Stäbchen und dann unsere drei Stäbchen. Dann machen wir eine Luftmasche und wir gehen hier in unsere erste Lücke und Moment, nehmen den Faden mit, gehen durch die erste Lücke, holen den Faden, gehen durch die ersten zwei. Durch die ersten zwei und die letzten zwei. Und das wiederholen wir wieder insgesamt dreimal. Denn wir brauchen auch hier immer drei Stäbchen. So, da haben wir unsere drei Stäbchen. Wir machen eine Luftmasche, nehmen den Faden mit, gehen in die nächste Lücke und auch hier machen wir drei Stäbchen. So, auch hier sind unsere drei Stäbchen. Wir machen eine Luftmasche und wir sind jetzt wieder an unsere Spitze. Da gehen wir einmal durch und machen erstmal drei Stäbchen. Das sind übrigens ganze Stäbchen, nennen sie sich. Ein ganzes Stäbchen. Davon haben wir jetzt drei gemacht. Da wir ja an der Spitze sind, machen wir wie viele Luftmaschen? Zwei. Eins und zwei. Wir nehmen den Faden mit, gehen nochmal durch dieselbe Lücke und machen wieder drei Stäbchen. Drei ganze Stäbchen. Zwei und drei. Wir machen eine Luftmasche, nehmen den Faden mit, gehen hier in durch unsere Lücke und machen drei Stäbchen. Drei Stäbchen. Machen eine Luftmasche, nehmen den Faden mit und gehen durch die nächste Lücke. Einmal dadurch. Und auch da machen wir drei Stäbchen. Wir holen den Faden, machen eine Luftmasche. Also wir haben die drei Maschen gemacht, eine Luftmasche. Wir nehmen den Faden mit und gehen hier wieder durch diese Lücke. Ja, durch unser erstes Stäbchen. Moment, erstmal den Faden mitnehmen, da rein. Gehen durch die ersten zwei und durch die letzten zwei. Wir machen auch hier wieder die drei Stäbchen
plus unser Extra-Stäbchen, denn wir sind ja wieder am Ende. Oder so wie Anfang, ja, Ende. 3 und 4. So. So sieht es momentan aus, also noch ganz winzig. Vielleicht halte ich das mal andersrum und erzähle euch mal, wie das jetzt so weitergeht. Wir machen noch weiter, wir hören jetzt hier nicht auf. Also hier kommen jetzt 3 Luftmaschen, dann wenden wir das Ganze. Dann kommt eine Luftmasche, nee, dann kommen unsere 3 Stäbchen hier zwischen. Dann kommt eine Luftmasche, dann gehen wir hier durch. Da machen wir 3 Stäbchen, eine Luftmasche, hier rein 3 Stäbchen, eine Luftmasche, hier rein 3 Stäbchen, eine Luftmasche, hier rein 3 Stäbchen. Wir sind an der Spitze, wir machen 2 Luftmaschen und machen danach nochmal 3 Stäbchen in dieselbe Lücke. Das seht ihr hier, ne? Wie das Ganze dann ausschaut. In dieselbe Lücke haben wir hier unten auch gemacht, so wie auch hier und hier und hier. Schon das vierte. Ja, dann wieder eine Luftmasche, da 3 Stäbchen, eine Luftmasche, da 3 Stäbchen, eine Luftmasche, hier 3 Stäbchen, eine Luftmasche und hier dazwischen. Dazwischen kommen dann auch nochmal 3 Stäbchen plus unser Extra-Stäbchen. Also immer 4 hier, so wie auf dieser Seite auch. Und wir machen noch eine Runde zusammen. Wir machen 3 Luftmaschen. 1, 2, 3, also es kommt nichts Neues. Wir machen immer das Gleiche. Wir wenden, wir nehmen den Faden mit, gehen dazwischen unser erstes Stäbchen und machen darin 3 Stäbchen plus unser extra Stäbchen, was wir ja schon durch die 3 Luftmaschen haben. Ihr könnt natürlich auch immer nur 4 immer zählen und dann ist auch okay. So, aber nur am Anfang und am Ende. Da haben wir es. Da die Luftmaschen, Stäbchen, Stäbchen, Stäbchen. Wir machen eine Luftmasche. Wir nehmen den Faden mit, gehen durch unsere erste Lücke, machen hier drin unsere 3 Stäbchen. Da sind unsere 3 Stäbchen. Wir machen wieder eine Luftmasche und gehen da in unsere nächste Lücke. So, da sieht man die jetzt sehr gut. Da gehen wir rein, wir nehmen den Faden mit, gehen da durch und auch hier machen wir die 3 Stäbchen. Wir nehmen den Faden, gehen da in die nächste Lücke. So, Luftmarsch habe ich gemacht. Und wir gehen durch die nächste Lücke. Das ist ja hier unsere Spitze. Da gehen wir rein. Und auch hier machen wir 3 Stäbchen. Zwei. Noch ein drittes. So. Da ist unsere Spitze. Wir machen 2 Luftmaschen. Immer nur an der Spitze. 1 und 2. Nehmen den Faden mit, gehen durch die gleiche Lücke und machen erneut nochmal 3 Stäbchen. So. So schaut das Ganze momentan aus. So. Da sieht man die Löcher vielleicht auch besser. Wir haben hier 3 Stäbchen gemacht. Machen jetzt hier am Ende eine Luftmasche.
gehen hier durch, machen drei Stäbchen, am Ende eine Luftmasche, gehen hier durch, machen drei Stäbchen, dann eine Luftmasche, gehen hier durch, machen drei Stäbchen und eine Luftmasche und dann am Ende immer hier zwischen den drei und die erste Stäbchen. Da machen wir nochmal drei Stäbchen plus unser extra Stäbchen, also vier Stäbchen. Danach kommen drei Luftmaschen, wir wenden und immer so weiter. Wir machen es. Eine Luftmasche und gehen da durch und machen drei Stäbchen. So, drei Stäbchen, eine Luftmasche. Wir gehen durch die nächste Lücke und machen auch hier drei Stäbchen. Eins, zwei und drei. Wir machen eine Luftmasche, nehmen den Faden mit, gehen durch die nächste Lücke und machen drei Stäbchen. Und eine Luftmasche. Wir nehmen den Faden, gehen jetzt hier durch die zwischen den drei Stäbchen und das extra Stäbchen und machen hier drei Stäbchen plus unser extra Stäbchen, also vier ganze Stäbchen. Eins, zwei Stäbchen, drei Stäbchen, vier Stäbchen. Vier Stäbchen haben wir. Das Ganze sieht so aus. Ich finde das total schön mit den Farben. Und für die, die nicht genug bekommen und nochmal mit mir zusammen häkeln wollen, machen wir doch nochmal ein Stück weiter. Also, wir sind ja hier angekommen. Es kommen drei Luftmaschen. Eins, zwei, drei. Wir drehen das Ganze. Und hier wird weitergearbeitet. Wir nehmen den Faden mit, gehen durch die erste Lücke, also zwischen den Stäbchen, und machen darin drei weitere Stäbchen. Insgesamt haben wir dann vier. Unsere drei Stäbchen plus unser extra Stäbchen, was aus drei Luftmaschen besteht. So sieht das Ganze dann aus. Wir machen eine Luftmasche. Und nehmen den Faden mit, gehen durch die erste Lücke und machen drei Stäbchen. Wir machen eine Luftmasche, nehmen den Faden mit, gehen ins nächste Loch und machen drei Stäbchen. Das macht ihr immer und immer wieder bis zur Spitze. Und in der Spitze ist, was da anders ist, einfach nur die zwei Luftmaschen statt eine und dass wir zweimal durch das gleiche Loch gehen. Wir haben die drei Stäbchen, wir machen eine Luftmasche, nehmen den Faden mit und gehen in die nächste Lücke. Auch hier wieder die drei Stäbchen. Zwei und drei. Wir machen eine Luftmasche und gehen in die nächste Lücke. Auch hier wieder drei Stäbchen. Ihr seht ja, es ändert sich gar nichts. So, wir machen eine Luftmasche und gehen in die nächste Lücke. Wir sind an unserer Spitze angekommen und machen drei Stäbchen. So, habt die drei Stäbchen, was ja hier jetzt anders ist. Wir machen zwei Luftmaschen statt einer. Eins und zwei. Wir nehmen den Faden, wir gehen nicht ins nächste, sondern wir bleiben hier oben an unsere Spitze und machen hier auch nochmal drei Stäbchen.
Das ist der einzige Unterschied, ne? Aber es ist halt jede Reihe immer und immer gleich, dass wir das immer und immer wiederholen und dass halt immer ein Loch von diesen hier dazu kommt. Nochmal. So, das dritte Stäbchen. So, um zu zeigen, so sieht das momentan aus. Drei Stäbchen, zwei Luftmaschen, drei Stäbchen. Dann machen wir eine Luftmasche. Wir nehmen den Faden mit, gehen in die nächste Lücke und machen drei Stäbchen. Eins. Zwei und noch ein drittes. Und eine Luftmasche. Wir nehmen den Faden mit, gehen in die nächste Lücke und machen drei Stäbchen. Nehmen den Faden mit durch die ersten zwei und die letzten zwei. Da sind unsere drei Stäbchen. Wir machen eine Luftmasche, nehmen den Faden mit und gehen hier in die nächste Lücke. Und auch hier machen wir wieder drei Stäbchen. So, drei Stäbchen haben wir. Wir machen eine Luftmasche, nehmen den Faden mit und gehen in die nächste Lücke und machen wieder drei Stäbchen. So, eine Luftmasche. Wir nehmen den Faden mit. Wir haben alle Löcher gehäkelt, also fehlt nur noch hier dieses letzte. Und darin machen wir insgesamt vier Stäbchen. Ergibt drei Stäbchen und unser Ersatzstäbchen. Drei und vier. So. So sieht das Ganze aus. Also wir wiederholen immer und immer wieder. Ihr könnt das natürlich so groß machen, wie ihr wollt. Und was ich immer am Ende gemacht habe und auch diesmal machen werde, ich spanne dieses Tuch am Ende. Das heißt, ich nehme mir dann hier die Ecke und die hier und das ziehe ich dann so ein bisschen auseinander. Das hänge ich dann meistens dann noch auf in Wäscheständer und lasse das dann halt so. Ja, aber also muss man nicht unbedingt machen. Ihr seht ja, es ist schön dreieckig geworden. Ne? Hier schön gerade und hier auch schön geworden. So, jetzt zeige ich euch noch, wie es weitergeht. Aber eigentlich müsstet ihr das ja jetzt wissen. Ne? Wir haben jetzt eine Luftmasche, zwei und drei. Das Ganze drehen wir. So kann ich es euch besser zeigen. Ja. Haben wir gedreht. Drei Luftmaschen habe ich gemacht. Wir nehmen den Faden mit, gehen hier in die erste, also zwischen den drei Stäbchen und unser Extra-Stäbchen, machen da drei Stäbchen plus das Extra-Stäbchen. Dann eine Luftmasche, darin machen wir drei feste Maschen. Darin machen wir drei feste Maschen, darin machen wir drei feste Maschen, darin und darin. Da machen wir drei feste Maschen, zwei Luftmaschen ist ja unsere Spitze und wir gehen nochmal da durch und machen nochmal drei Stäbchen. Dann machen wir eine Luftmasche, drei Stäbchen, 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 eine Luftmasche, dadurch und da unsere vier Stäbchen. Und es ändert sich wirklich nichts. Es kommt immer nur so ein Lochlein dazu. Und man häkelt sozusagen immer, jede Runde kommen so drei Stäbchen immer dazu. Und das könnt ihr halt so weit machen, wie groß ihr halt dieses Tuch haben wollt. Und ja, das war es jetzt eigentlich so zu diesem Video. Ich hoffe, dass ihr das jetzt verstanden habt. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir das gerne. Aber wie gesagt, es ist wirklich immer das Gleiche. Es bringt nichts, wenn ich jetzt mit euch 5 Stunden dieses Tuch häkel, weil es ist wirklich
immer und immer wieder dasselbe. Habe euch ja im letzten oder vorletzten Video schon gesagt, dass ich ab jetzt immer die Häkelanleitung bis zum Ende mache. Aber wie gesagt, es ist bei diesem hier wirklich immer nur das Gleiche. Wirklich. Wir nehmen den Faden mit, gehen hier durch und machen drei Stäbchen plus unser extra Stäbchen, das heißt vier insgesamt. So, wir haben ein unser extra Stäbchen und zwei Stäbchen. Wir müssen noch ein Stäbchen machen und dann haben wir insgesamt vier. Also das sieht man auch ganz gut, ne? Also das ist unser Stäbchen, Stäbchen, Stäbchen und das sind hier diese drei Luftmaschen, die unser Stäbchen ergeben. Und somit haben wir vier Stäbchen. Jetzt kommt hier eine Luftmasche, drei Stäbchen, eine Luftmasche, drei Stäbchen. Habe ich euch ja eben schon erzählt. Und so weiter. Ich zeige das euch mal hier anhand von meinem Tuch. Das Stück, was wir gerade hier machen, ist sozusagen hier dieses kleine Stück. Hier habe ich begonnen und so bin ich dann immer gegangen. Und das ist das kleine Stück von meinem Tuch, was ich gleich noch weiter häkle und dann für euch fotografiere. Ja, und jetzt kann ich euch mal hier oben zeigen. Hier bin ich ja dran. So. Und es kommt wirklich jede Reihe immer nur so Streichstäbchen und so eine Lücke dazu. Und ja, hier oben ist die Spitze, die ist immer gut erkennbar. Die Seiten sehen dann ja so aus, wo wir dann hier immer in unseren letzten mit reingehen und da diese vier Stäbchen machen. Also wirklich sehr, sehr einfach. Ihr könnt ja hier noch ein bisschen zuschauen, wie ich das mache. Aber sonst war es das zu diesem Video. Ich hoffe, dass ihr das wirklich verstanden habt. Und es macht wirklich mega viel Spaß. Und ich finde, man braucht auch gar nicht so viel Wolle bei diesem Muster. Mein drittes Stäbchen, eine Luftmasche. Ich nehme den Faden mit. Gehe in die nächste Lücke und mache wieder drei Stäbchen. Nimm den Faden mit, gehe durch die Lücke und mache den zweiten Stäbchen. Nimm den Faden mit, gehe durch die Lücke und mache den dritten Stäbchen. Eine Luftmasche. Nimm den Faden mit, gehe durch die Lücke und mache drei Stäbchen. Zwei und drei und mache eine Luftmasche, nehme den Faden mit und gehe ins nächste Loch und auch hier wieder drei Stäbchen. Es passiert nichts anderes. So, ihr Lieben, dann verabschiede ich mich hier. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss, ihr Lieben!